Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Wiz und in diesem Video werde ich euch einen neuen GTA Roleplay Server ganz kurz vorstellen. Grand Theft Auto 5 Cloud Roleplay wird bald in den Startlöchern gehen. Im Februar soll es soweit sein, da sollen die Tore für Cloud Roleplay geöffnet werden. Ganz viele Informationen habe ich leider nicht, da ich kein Beta-Tester bin, sondern ich mich einfach dort mal eingeloggt habe bzw. in den Discord beigetreten bin und mir einige Sachen angeschaut habe. Und ja, wir wissen, die vergangenen GTA Roleplay Projekte haben uns etwas enttäuscht. Nichtsdestotrotz ist jetzt ein neues Projekt am Start. Cloud Roleplay bietet einiges, was sich von den anderen Roleplay-Projekten unterscheiden wird. Was es noch genau sein wird, kann ich euch erst zu einem späteren Zeitpunkt sagen, wenn mehr Informationen rausgegeben werden. Zur aktuellen Zeit kann man sich in den Discord registrieren bzw. voranmelden und sich auf der Website auch vorregistrieren. Im Discord gibt es von denen auch ein VAQ, wo wir sehen können, was wir benötigen, um auf Cloud Roleplay spielen zu können und was sie auch uns anbieten würden. Dabei ist hier anzumerken, dass man ganz normal Grand Theft Auto 5 legal benötigt und den Rage Multiplayer Client. Das Tolle daran ist, dass sie ein neues System entwickelt haben, dass die Spieler behutsam durch ein spezielles Quest-System geleitet werden. Was auf jeden Fall echt nötig wäre bei jedem Roleplay-Projekt. Dieses Roleplay-Projekt ist in Deutschland beheimatet. Das bedeutet, wir haben hier einfach die deutschen Entwickler für diesen Server und nicht so wie auf anderen Servern aus einem anderen Land. Was auch für die deutsche Community sehr gut klingen kann. Über 2 Jahre Entwicklungszeit steht hinter einem beeindruckenden Spielerlebnis von Cloud Roleplay. Das heißt, die Entwickler, die diesen Server überhaupt für uns entwickelt haben, für die Spielerbasis, haben 2 Jahre lang daran gearbeitet. Es sind auch erfahrene Administratoren bekannt, die auf anderen Roleplay-Projekten tätig waren und sehr viel geleistet haben. Es wird auch versprochen, dass es ein performanter Server ist, dass ein reibungsloses Spielerlebnis für jeden Spieler gewährleistet wird. Und ganz wichtig an erster Stelle, wo man bei anderen Projekten wirklich jedes Mal enttäuscht worden ist, dass die Community nie mit einbezogen worden wurde. Und genau da setzt Cloud Roleplay anders an. Im Discord bei Cloud Roleplay könnt ihr unter Vorschläge eure Wünsche und Anregungen posten. Und ja, die Projektleitung geht das Ganze an, liest sich eure Wünsche durch und antwortet drauf. Und wie wir sehen, setzen sie auch die Wünsche der Spieler um. Aber was genau erwartet uns jetzt überhaupt auf Cloud Roleplay? Was würde sich denn da überhaupt unterscheiden, darauf anzufangen? Wir haben ein realistisches Wirtschaftssystem, interaktive Quests und Missionen für ein eigenhändiges Spielerlebnis, vielfältige Jobs und Aktivitäten, um Los Santos nach deinen Vorstellungen zu gestalten, exklusive Fahrzeuge und Immobilien, um deinen Status im Spiel zu steigern. Cloud Roleplay wirbt damit, dass man einfach für jeden da sein will und für jeden Spieler was bieten möchte. Und natürlich werde ich, sobald der Server auch verfügbar ist, für euch Content für Cloud Roleplay anbieten. Aber natürlich kostenlos, das müsst ihr dabei bedenken. Das heißt, es könnte sein, dass in den nächsten Videos Cloud Roleplay mal kurz vorgestellt wird oder ein Guide oder ein Tutorial dazu kommt. Aber das werden wir ja noch sehen, was auf uns zukommt. Cloud Roleplay veranstaltet übrigens auch noch in ihrem Discord ein Gewinnspiel, wo ihr mitmachen könnt. Damit ihr mitmachen könnt, müsst ihr einfach meinen Link in der Videobeschreibung folgen. Dort erhaltet ihr dann eine Einladung. Diese Einladung müsst ihr akzeptieren und dann mit euren Discord-Login-Daten euch einloggen. Wenn ihr euch unsicher seid, dass ihr euch mit eurem Hauptaccount dort einloggt, dann macht einfach einen extra Discord-Account und loggt euch damit ein. Aber keine Sorge, ihr braucht keine Angst haben, denn der Link, den ich euch in der Videobeschreibung teile, ist sicher. Und wenn ihr dazu einfach weitere Fragen habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Was haltet ihr von Cloud Roleplay? Freut ihr euch vielleicht darauf? Bin wahnsinnig gespannt, was Cloud Roleplay uns bieten wird als der Spielerbasis. Und es wird wahrscheinlich ein neues Roleplay-Erlebnis für mich in Grand Theft Auto 5 werden. An der Stelle war es das schon. Ich wünsche jedem noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in den nächsten Videos von Cloud Roleplay. Bis zum nächsten Mal, euer Wiz.